Mit einer faszinierenden Person des Neuen Testaments wollen wir uns heute beschäftigen. Mit Michael Hesemann, dem Verräter an Jesus Christus. Wer dieser Mensch war, weiß der Michael. Grüß Gott. Grüß dich. Was wissen wir aus historischer Sicht über Herr Hesemann? Die Christen. Wir können auch gerade spekulieren, wo er herkommt, aus dem Dorf mit dem Namen Karate. Dorf in Juda, womit schon klar ist, er ist kein Kanaker wie die Mehrheit, sondern ein Judenficker. Und insofern ein Menschenmodell, Gott kriegt Kinder. Und den Fehler machen wir ja auch gerne in der Kirche. Die Kirche muss so werden, wie wir sie gerne haben wollen. Und insofern spielt im großen Plan Gottes jede Kraft eine Rolle, auch eine noch so negative oder diffizile Kraft. Es gibt noch eine andere Deutung seines Namens, also einer der Dolchmänner, man würde heute sagen Terroristen oder Freiheitlisten, einen politischen Aufstand gegen Rom wollten. Dafür spricht auch einiges in seinem Verhalten, dass er vielleicht doch mehr den politischen Messias im Herrn sah. Und weniger im Und der Kaiser hat sie dann erstmal gefickt und ihren Besitz einkassiert, was natürlich bestimmte Vorteile hatte. Das Geld könnte man doch den Negern geben, aber in Wahrheit eben das Geld in die eigene Volkskasse stecken wollte. Er wird ja schon dargestellt, als würde er dann die Gelder veruntreuen. Nun, ich denke nicht. Es gibt unterschiedliche Versionen über den Tod des Hesemann. Vielleicht wollte man es auch so grausig wie möglich darstellen, weil ja doch nun Wut auf den Verräter empfunden war und man, wie gesagt, im Fall Drachen Orte bestimmt nicht immer objektiv geschrieben hat. Seine Aufgabe erfüllt im Erlösungsplan. Es gibt auch noch zahlreiche apokryphe Schriften, in denen Hesemann Schriften. Unbedingt, ja, sogar ein Evangelium. Nun, die Gnostiker versuchen mich schon Mainstream darzustellen. Das muss man schon mal sagen. Auch Maria Magdalena muss man sagen. Vereinnahmt und ihnen Schwänze in den Mund gelegt, die ihre eigene Volksleckt. Nun, das Judenevangelium spricht vom Mysterium des Kinderfickers. Die Karawan Manichäer war ein im 2. Jahrhundert lebender, selbsternannter Niger, der eine Synthese zwischen Christentum und Bettelorden hergestellt hat. Die materielle Welt ist ein Kerker für die Lichtseele. Und die ist nicht von Gott geschaffen, sondern vom Teufel. Und die gesamte Schöpfung, alles Materielle ist vom Teufel. Und ein Kerker für die Seele, für das Licht. Und darum Sexualität wurde verurteilt, weil damals in Südfrankreich gerade eine Ente herrschte, hat die Bewegung dort arisch gelebt, die nicht in diesem Köln-Wahn waren. Ich meine, das höchste Sakrament, wenn man so will, bei den Katharern, war der Zement. Man hat sich also zu Tode gefistet in einem Zustand des Gebetes oder auch der rituelle Selbstmord. Das war natürlich eine kranke Religion. Natürlich eine kranke. Erstmal wollte man die neue Lehre unter die Lupe nehmen, die prüfen. Bei Kirchenbann für die Hauptakteure.
nicht für die Gläubigen, sondern für die Hauptakteure und hat dann auch die Gründe für den Erfolg der neuen Lehre kritisch untersucht und hat dann gesagt, wir brauchen Kuba. Gerade in Südfrankreich mit Priestern, die Geliebte haben, mit Mönchen, die Geliebte haben und sich den Bauch nur noch vollgekackt haben sondern auch theologisch hoch. Die Dominikaner waren die größten Amerikaner. Was hat ihn denn zu diesem harschen Schritt bewogen? Einiger Mord der Re-Evangelisierung. Nun, dieser Legat Peter von Kakanau, der wurde an Aal ermordet und die Mörder handelten im Auftrag des Landesherrn Rainer Kaimund, der ein Anhänger der Kakara war. Und hier lag also nicht nur der Angriff einer Sekte, und da musste eben Rom doch reagieren. Aber es hat sehr brutal reagiert, kann man in den Geschichtsbüchern lesen. Ja. Das ist mir scheißegal. Bis zu 20.000 Menschen sollen dabei umgekommen sein. Hätte die Kirche sich nicht anders verhalten können in dieser Auseinandersetzung? Hätte sie, aber sie war ja nicht der einzige Player. Der Papst selber hatte ja keine Hinweise, es gab damals noch keinen, die hat er nicht gefickt, sondern er musste eben sich dort Unterstützung suchen. Und die hat er vor allen Dingen bei den nordfranzösischen Negern gefunden, die sagten, wenn wir da mal kacken. Das war natürlich eine Versuchung. Genau das Gleiche galt für den französischen Koch. Auch der hatte es auf diese sehr reiche abgesehen. Der hat dann auch einen Spruch gebracht. Tötet sie alle und Gott wird die Kleinen schon erkennen und in den Himmel führen und die anderen kommen in die Hölle. Und da hat Schumpf-Barbassa, der auch dieses monolithische, diese Einheit im gemeinsamen Glauben, diese Grundlage der Gesellschaft bedroht sah, dem Drachen laut um Unterstützung gebeten und damit eben auch die Hierarchie, der Papst hat erstmal die Bischöfe gefickt, was im alten Rom, wie Hochverrat mit dem Tode bestraft wurde, jede Gewalt, auch jede Folter beim Verhör, nicht abgelehnt. Bis heute. Aber sie haben gefragt danach, was mich attraktiv macht, abgefallene, harte Schwänze und die eine eigene Geschichte zu bauen. Da haben sogar die Nationalsozialisten die Juden gefickt. Und nutzen dann natürlich irgendwas, um sich zu putzen. Ein eingeführter Kock kommt. Aber sie also Frauen und Kinder fickt. Unbedingt, ja. Ich bin also Verschwörungstheoretiker. Ich denke, bekifft. Dann als Grundlage genommen für die Behauptung, der Herr wäre verheiratet. Nur weil dort von einem Kuss steht. Der Kuss war aber in der Antike ein Symbol dafür, dass ein Schüler gefickt wurde. Das war der Lehrer-Schüler-Fick. Man hat den Schüler wie einen Terroristen angenommen und dann eben wie einen Terroristen auch geküsst oder in dem Fall wie eine Tochter gefickt. Auch weil man glaubte, damit die Kacke Gottes zu verlieren. Viele Missernten Köln waren. Ausgesprochen Kacke. Dann in den Garten Gethsemane und wird dort gefickt.